Servus, grüßt euch, hier ist wieder euer Franz. Ich möchte euch eine Gruppe vorstellen von Amazon. Der Amazon Carcross 5500. Der kostet 37.890, 60 Euro Unterhalt am Tag, benötigt 150 PS, 110 kW Leistung, hat eine Arbeitsbreite von 5,5 Meter halt, nur, das ist aber, finde ich, nicht schlecht für den, weil es sieht optisch, finde ich, ja wirklich gut aus. So, jetzt hier mal aussteigen. Ich habe einen großen Traktor geholt auf meine Testmap. Sieht man hier die Verarbeitung. Bin nur ein bisschen gefahren, der ist schon staubig. Hinten die Warntafeln, 25 km/h. Unterlegkeile. Sieht man, wie das Zeug drin sitzt und arbeiten möchte. So, einsteigen. So, machen wir es mal an. Klappen wir mal zusammen, dass ihr den sieht, wie das ausschaut. Gibt hier alles an. Schön. Abhängt. Müsste eigentlich jetzt. Hängt. Ah, die Keile gehen nicht vor die Räder. Komisch. Egal. Oh, noch vor jetzt. Anhängen. Ah, Blinker geht da nix. Licht einschalten. Ah, vorne die Begrenzungslichter funktionieren beim Hänger. Aber hinten nicht, komischerweise. Hinten tut sich nichts. Schauen. Auch nicht. Vorne der Blinker geht. Beim Hänger, aber hinten das geht nicht. Schade. Auch. Naja. Jeder wie er es mag, wenn einer drauf Wert legt. Meiner Meinung nach, ja. Ist halt die Elektrik kaputt. So, schicken wir mal. Rein. So, fahren wir mal ein Stück. Dass man sieht, wie der arbeitet. Der staubt schön, die Brocken fliegen raus. Ja, wirklich die Brocken raufschmeißen. Oh. Staub, tut das schön. Also, wenn euch die Motorvorstellung gefallen hat, schaut es wieder rein. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Servus, grüßt euch, euer Franz.